Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tasty Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura. Heute gibt es ein ganz spontanes Unboxing. Meine liebe Bunny sitzt hier hinter. Es könnte ein bisschen wackeliger werden als sonst. Aber ich habe gedacht, wir machen das direkt mal. Und zwar haben wir heute die Premier Plage de l'été Box. Und das sieht schon sehr sommerlich aus, finde ich alles. Oh, da ist ja gar keine richtige Box drin diesmal. Das kenne ich gar nicht so von der My Little Box. Was haben wir denn hier Schönes? Ein... für Badenixen auf diesem Footer-Tuch kenne ich gern. Kannst du dich in der Sonne regeln? Finde ich auf jeden Fall richtig cool. So ein bisschen leichter, wenn man schwimmen geht. Auf jeden Fall was Praktisches und kommt mit in meine Sommertasche. Und dann seht ihr habt gar keine Box drin, sondern diesmal ist hier so eine Tüte mit drei. Die ist ganz cool, finde ich, so für Sonnencremes und so zum Einpacken. Jetzt gucken wir uns aber mal die Produkte an, die hier drin sind. Erstmal sehe ich hier so ein ganz kleines, und zwar ist das eine, oh cool, eine Aqua Bomb Sleeping Mask. Mega cool. Die werde ich auf jeden Fall heute Abend schon mal austesten. Und dann sehe ich hier schon von La Roche-Posay ein Schauergel. Das hatte ich, glaube ich, schon mal da drin. Oh nein, jetzt haben wir gerade einen kleinen Unfall hier bei jemandem. Was haben wir denn hier noch Schönes drin? Okay, hier steht gar nichts drauf. Jetzt filmt die Lauri übrigens. Machen wir das Ganze mal auf. Es sieht aus wie so ein Set zum Nähen, würde ich sagen. Aber was ist denn da wirklich drin? Gucken wir mal. Ist das ein Button? Okay. Scheint mir... Nee, ein Spiegel ist das. Ach so, guck mal. Könnt ihr den so umdrehen und habt den Spiegel drin. Deswegen, ihr seht jetzt auch richtig wahrscheinlich, ne? Ich sitze draußen auf dem Hof und mache das Video. Und dann haben wir hier in My Little Box Produkt ein... Oh, eine Haarmaske. Die hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Die war echt ganz gut, fand ich. Und als allerletztes auch nochmal von La Roche-Posay. Jetzt muss ich gerade gucken, was das ist. Ach so, eine Anti-Trockenheits-Bodymilk. Das war das Ganze hier. Ich fand die Box ganz cool. Ist jetzt nicht so der Oberburner gewesen, wie manche, die ich ja so richtig feiere. Aber konnte auf jeden Fall was gebrauchen. Mein Lieblingsprodukt ist auf jeden Fall hier dieses Handtuch. Finde ich richtig gut. Und die Haarmaske finde ich toll. Natürlich diese kleine Maske für abends. Wie hat euch die Box denn gefallen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Video. Eure Laura.